Moin Leute, wir sind wieder zurück hier im schwarzen Auge, Schicksalsklinge und Classic, ne? Classic Version. Und wir sind hier gerade in Rukian, im Travian-Tempel, um genau zu sein. Und den werden wir jetzt verlassen und unsere Reise hier fortsetzen. Ich glaube, der Kollege, wo wir hinwollen, ist im Norden. Richtig? Da ist er ja, der Kleine. Ich glaube, der ist es. Ja. Wir wollen eine Fähre zur Fähre in Angulgal. So. Los geht er, Peter. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen und die Nacht zu verbringen. Dann tun wir das doch. Wir werden ein bisschen versuchen, was zu erlegen. Das macht die Zanzi. Findet Wasser, das ist gut. Keine Tiere, das ist natürlich schade. Dann zicken wir die Fox los. Und sag mal, so 3 Stunden Kräuter sammeln. 2 4-wellige Einbären, okay. Das ist okay, das ist nichts Tolles, aber es ist okay. Dann teilen wir die Wachen ein. Das macht der Dirne, der Sedis und der Ben. Und dann gehen wir schön schlafen. Ja. Und wir schaffen es sogar. Wir reisen weiter. Also werden nicht überfallen oder so. Am Wegrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Nein, wir reisen weiter. Wir sind doch nicht bescheuert, wo was? Sind wir denn blöd? Wir sind gerade aufgestanden immer. So. Es gibt doch auch man kann irgendwie auf eine Weltkarte gucken. Ist das hier? Ne, das sind die Kartenstücke, die wir noch nicht haben, ne, ist klar. Was ist das hier? Das ist nix. Okay. Konnte man nicht irgendwie auf die Weltkarte gucken? Gab es da keine Weltkarte? Was ist das? Bitte geben Sie Verzögerungsfaktor. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. Musik können wir einstellen, speichern, laden, alles klar. Nee. Raus hier. Es geht also nicht. So. Dann schauen wir mal hier. Also wir wollen ungefähr hier. Ich glaube da. Man kann auch drauf drücken. Genau, da wollen wir hin. Nach Felstein. Wir haben ja diese Aufgabe quasi hier. Die steht zwar nirgends, leider. Damals stand das halt noch nirgends. Das musste man sich selber aufschreiben. Genau, hier in Felstein beginnt die gefährliche Gebirgsroute nach Orkanger. Ihr solltet euch mit dem Nötigsten eindecken, denn die 210 Einwohner werden für lange Zeit die letzten Menschen sein, die ihr zu sehen bekommt. So. Und das ist sogar richtig. Wir wollen nach Auplock. Warten wir nicht lange, dann ziehen wir gleich weiter. Wir sind erschöpft und machen Rast. Das heißt, wir schicken die Zanzi wieder los zum Wassersuchen. Findet kein Wasser. Wir haben, glaube ich, genug. Kann etwas Essbares erlegen, das ist sehr gut. Dann schicken wir die Fox los, nochmal so 3 Stündchen. 2 Tanälen und 2 Wirselkräuter. Oh, das ist gut, Wirselkräuter sind teuer, ne? Dann zahlen wir wieder Wachen ein. Dirne, Sedis, Ben. Und dann gehen wir schlafen, ne? Ab ins Bett mit euch. Und wir reisen weiter, jawohl. Ja, so funktionieren die Reisen hier. Ich decke mal wieder ein bisschen auf hier. Wir gucken, wo wir hier so ein Ding finden. Wo geht's denn da hin? Nach Varnheim. Das ist die falsche Richtung. Einmal drumherum bitte. Ja. Schauen wir hier weiter. Da ist, glaube ich, ein Nippel, ja. Wo geht der hin? Der geht nach Villenheim. Da wollen wir hin. Gib ihm. Meine Gruppe ist natürlich sehr erschöpft. Naja, dann legt euch mal hin. Also, beziehungsweise die Zanzi geht wieder auf Suche. Wasser, jawohl. Und kann etwas Essbares erlegen. Super, wir sind also versorgt. Das ist die Hauptsache. 3 Stunden, gib ihm.
Zwei Belmatt-Blätter. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Dummerweise weiß ich leider nicht mehr, was diese ganzen Kräuter hier bringen. Wofür man was braucht. Ich weiß nur, Gulmond ist ganz gut. Wir wollen weiterreisen. Gulmond ist ganz gut. Das steigert irgendwas für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht mehr was. Irgendwas, was man brauchen kann. War es Körperkraft sogar? Ich weiß es gar nicht. So, hier geguckt. Wasser. Geht nicht weiter dann, ne? Da ist ein Lümmel. Mal gucken, wo geht der hin? In die falsche Richtung, nach Bodom. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Aber den können wir jetzt schon mal merken. Den brauchen wir nächste Mal. Also, wenn wir hier erstmal so weit durch sind. Auf dem Rückweg, sag ich mal. So, was haben wir hier? Da geht's nach Fexker. Das ist natürlich der bessere Weg. Den müssen wir uns merken. Den müssen wir uns merken zurück. Den wollen wir haben. Euer so Rückweg. Machen wir uns da auf. Wo ist es mit dir los in der Hose? Nach Oberhorken? Ja, da wollen wir hin. Oh nein, kurz davor müssen wir natürlich rasten, ist ja klar, ist ja klar. So, hier Zanzi. Findet Wasser, das ist immer gut, da sind die Schläuche voll. Kann etwas Essbares erlegen, auch gut. Allerdings ist es nicht so gut für 3 Stunden. Belmatt, genau. Ne, Belmatt? Ich weiß, müssen wir uns mal angucken. Belmatt, das ist hier Bell, das ist Tanele. Ne, Tanele war es, glaube ich, dann. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Er hat jetzt hier ein Paket, sie hat ein Paket. Essenspaket, ne, versteht sich. Ein Paket. Der Dirne auch eins. Er hat jetzt 10, ja. Da können wir mal welche wegschmeißen. Ja. Das ist die Yoga-Wurzel, die ist sehr gut. Das sind die Belmatt-Blätter, ne? Die meinte ich nicht. Ich weiß nicht. War es das hier? Kann sein, aber ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß es leider gar nicht mehr, ne? Haben wir jetzt alles gemacht, ja, ne? Dann machen wir jetzt hier die Wachen. Ist klar, machen wir immer. Rein damit. Ab, Eier machen, wenn es sein muss. So, wir wollen weiterreisen natürlich. 2 Stunden oder so. Oberhorken ist tatsächlich noch ein bisschen interessant. Eine milde Gabe. Nehmt diesen Dukaten in Travias Namen. Ein wissendes Grinsen huscht über das Gesicht des Mannes, als er sich urplötzlich gesundet. Aus dem Straßenstaub erhebt. Von irgendwas muss man ja leben. Es soll allerdings auch für euch nicht umsonst gewesen sein. Auf der anderen Flussseite führt ein Pfad zum Einsiedlersee. Aha. Das ist eine relativ wichtige Info. Nicht weit von hier führt der Pfad durch ein kleines Wäldchen, in dem viele verschiedene Kräuter wachsen. Sehr schön. Das ist gut. Es gibt nämlich auch so Kräuter-Hotspots, wo man richtig gute Sachen finden kann. Vor allem teure Sachen. Da geht es nämlich zum Einsiedlersee. Aber da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Nein, nein. Das kommt der Späte. Oberhorken ist aber trotzdem eine sehr interessante Stadt. Erstmal noch. Weil hier gibt es Markt, hier gibt es Sachen, hier kann man kaufen, hier ist richtig was los. Hier ist richtig Fete. Und hier geht's nach Felstein. Ich glaube, Oberhorken brauchen wir erstmal nicht. Wir gehen ja sofort nach Felstein. Deine Gruppe ist sehr erschöpft, ja. Dann machen wir nochmal ein bisschen Rast hier. Zanzi kann nochmal los. Wasser finden wir natürlich immer gut. Essen haben wir genug. Und dann, ja, schicken wir nochmal Kräuterlümmeln hier. Kräuter ranholen. Eine Yoga-Wurzel und 5 Tanelen. Wow, das hat sich richtig gut gelohnt. Tierne vor allem, ja. Ben,
Gib ihm. Schlafen. Also ein kleiner Kampf zwischendurch wäre jetzt auch mal ganz nett wieder. Ja, hätte ich nichts dagegen. So, wir sind in Feldstein angekommen. Jetzt suchen wir natürlich eine... Nein, ich wollte gar nicht, aber egal. Da geht's nach Orkanga. Aber das soll uns nicht weiter jucken erstmal. Da gibt es einen Tempel. Wen haben wir denn hier? Das ist der Firun-Tempel. Firuni Papuni. Wo geht's hier lang? Zum Einsiedlersee, ne? Da wollen wir auf anderem Wege hin. Nicht von hier aus. Zumindest. So. So nämlich. Jawohl. So, jetzt gucken wir mal auf Mäpple. Hier ist nämlich schon richtig, hier ist schon etwas größer alles, ne? Wir suchen eine Taverne. Kaverne, Kaverne. Hier rum, da lang. Da ist eine. Eldgrimas Stube. Hi! Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch Fragen an. Womit kann ich euch die nähern? Am besten mit ein paar Informationen. Wollt ihr vielleicht erst ein Bierchen trinken? Na sicher. Alle anderen haben bestimmt auch Durst. 40 Silberteile. Keine Sorge, ihr habt euer Geld und einen für euch, guter Mann. Habt Dank, gut zahlende Kunden wie euch, weiß ich zu schätzen. Der Wirt streicht die Kohle ein und so weiter und so fort. Eine Frau tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch ein Bier einladen, auf euch, mit euch ein Einladen tut? Gerne immer noch, danke. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Lingard Björninsdottir. Wir stellen uns auch vor. Sie erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste, was sie zu berichten weiß, ist folgendes. Die beste Herberge in Oberorken ist sicher der glückliche Prospektor. Aber wir sind doch gar nicht in Oberorken. Tja, nichts für ungut, Freunde. Aber ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett mit euch. Es war nett, euch kennenzulernen. Sie verabschiedet sich in aller Höflichkeit und verlässt die Taverne. Wir vergnügen uns ein bisschen weiter hier. Ey, der Wirt kommt mit 6 Krügern gleich. Noch ein bisschen Zeit für euch. Wartet noch einen kleinen Moment. Ihr trinkt euer Bier und wartet. Eine halbe Stunde später ist der Wirt wieder bei euch. Also, ihr wolltet doch etwas wissen, oder? Oder? Ja, ihr kennt euch doch hier aus. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Den besten Schmied in der umgebenden, Umgegend, in der Umgegend, findet ihr in Oberorken. Er heißt Rodar. Nur zum Beispiel. Oh, das hat uns schon geholfen, danke. Gerne immer noch, danke. Da kommt nämlich wieder ein Kollege, ein Mann, nämlich diesmal. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Olgard Egilson. Ja, moin, Ingo. Zum Markt gehen wir immer noch nach nach Oberorken. Aha. Nichts für ungut, ich muss nach Hause. Vielleicht essen wir mal was zwischendurch. Schmeckt gut. Das ist die Hauptsache. Trinkt euer Bier und wartet. Ja, ihr kennt euch doch hier aus. Ingerims Feuer. Sag ich nur. Es gibt echt keine bessere Taverne in Oberorken. Hä? Ja, damit können wir nur wenig anfangen. Ja, gerne immer noch, danke. Wir müssen jetzt halt hier ein bisschen rumklicken. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ihr stellt euch vor. Tardoschladen in Oberorken ist eine wahre Fundgrube. Die erzählen mir ja nur von Oberorken hier. Wir werden die Taverne mal verlassen. Als ihr draußen geht, wünscht euch der Wirt einen guten Heimweg. Einen Dukaten haben wir hier gelassen. Alter Schwede, das war eine ganze Menge. So, jetzt suchen wir uns noch einen kleinen Lümmel. Gucken wir mal hier, müssen wir mal in der Mitte hier so ein bisschen aufdecken, was hier so ist. Da wird doch sicherlich, ja hier, guck mal. Einmal zurück, einmal links, einmal geradeaus, einmal rechts, einmal rein. Jawohl. Dort mieten wir ein Zimmerle. Ein Zimmer, Einzelzimmer. Eine Nacht bitte. Und dann schlafen wir sofort, würde ich sagen.
Wir haben gegessen, wir haben gesoffen, wir haben alles gemacht. So, und jetzt muss ich mal eben kurz hier raus. Warte. Wir müssen gucken. Torwahl. Torwahl. In Felstein. Ist das nicht hier? Ist das nicht hier? Fexkerl. Okay, wir haben also jetzt gerade keine Hilfe, leider. Ich muss tatsächlich. Wir müssen jetzt diesen Islaif Lümmelhuber finden. Und das könnte sich ein bisschen schwierig gestalten. So ohne irgendwas. Ich weiß halt nicht. Ich habe keine Karte jetzt hier für den Ort. Da bin ich natürlich sowas wie schlecht vorbereitet. Norden, war das richtig? Ja. Da oben steht so ein Häuschen, ganz im Stillen. Ich gehe mal rein. Einbrechen, nein. Wir müssen halt eigentlich. Ach, hier ist der Tempel, okay, nee. So. Da ist nichts, dann ist hier vielleicht. Du bist der Heilemann. Glücklicherweise brauchen wir dich gerade nicht. Okay. Du bist der Hakenmann, dich kennen wir auch schon. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Wir müssen quasi gesehen das Haus suchen, wo der Kollege wohnt. Es sind jetzt nicht so wirklich viele Häuser hier, aber. Na, Privatbesitz, ja, ist klar, Diggele. So, dann gehen wir nach rechts. Und gucken mal hier. Nein, das ist ein Tempo. Raus aus der Lutenstube. Das ist er, Kollege. Nein. Oh, der ist falsch rum. Okay. Das ist er auch nicht. Nein, wollen wir nicht. So. Elgrimas Stube. Ich glaube, hier waren wir. Schon mal gerade. Wo ist der denn? Ja, sag einmal. Sag einmal. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Nein. Gottes Willen, wir brechen doch hier nicht ein. Ja, moin, schlauer Mascara. Ja. Also, Freunde, ich glaube, das bringt nichts, wenn ich jetzt hier rumpimmel. Aber das ist eigentlich die Sache, ne? Eigentlich ist es ja so, ne? Eigentlich ist es, wie es ist, ne? So ist das Spiel. So war das Spiel damals, ne? Man musste halt rumprobieren, man musste ausprobieren, man musste Sachen suchen, man musste Geschichten machen, man musste also, man, es geht nicht anders. So war das halt. Yaldos Ru. Aha. Wo sind wir? Haben wir das schon geguckt? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. War das da? In falsche Richtung, warte mal. Norden bitte. Dieses Haus hier. Haben wir das schon reingeguckt? Nein. Eieieiei, das ist echt schwerig. Gucken wir mal so. So. Nein. Ja, ich finde ihn nicht. Warum finde ich ihn nicht? Wir haben doch jetzt bestimmt schon fast alles durchsucht. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel hier, oder? Nein. Man kann doch auch eigentlich nach Sachen fragen. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr wie. Hi. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge.
Es ist ungemütlich heiß und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Mit ein paar Informationen. Nur wir, ja klar, ja klar. Nur kurz, da steht da, ich lese es jetzt nicht mehr alles vor hier. Etwas zu essen bestellen, euch weiter in der Theke vergnügen, trinkt euer Bier und wartet. Kennt ihr vielleicht Islife Lümmelgedotter? Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ein anderes mit etwas anderem weiterhelfen. Nein, mehr wollen wir gar nicht wissen. Ja, wir können ja mal nachfragen. Den besten Schmied der umgebenden Oberorken, und den hatten wir auch schon mal. Ja, lass uns auch einladen, warum nicht? Islife Jendersson, nein, das ist ein anderer. Die beste Herberge in Oberorken ist der glückliche Prospektor, auch das hatten wir schon. Die Taverne verlassen, danke. Jetzt haben wir hier echt rumgepimmelt die ganze Zeit und es war eigentlich ganz einfach. Also nein. Also warte. Okay, wir müssen nochmal einen hoch, einen so, einen da rein. Hier gibt's doch, gibt's hier nicht. Ach, hier ist unsere, sind wir hier gerade in Obersorgen? Wir sind in Feldstein, ich verstehe es nicht. Dann ist das irgendwie so ein Fehler. Gibt es hier keine Taverne, ne? Scheinbar. Raus. Okay, dann haben wir die auch abgeklappert. Dann müssten wir da nochmal rein. War das hier? Ja. Da. Hi Ingo, ich freue mich. Am besten mit ein paar Infos. Ja klar, gib mal her die Kohle, die Bier. Islife Olgason. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch jemand anders weiterhalten. Ihr könnt quer durch die Yildesberge nach Orkanga. Allerdings wird der Weg in letzter Zeit wegen der vielen Überfälle gemieden. Okay. Der Wirt zuckt mit den Schultern. Doch bevor Klaus eine weitere Frage stellen kann, hat er sich abgewandt, um andere Gäste zu bedienen. Ja klar, kannst du mich einladen. Für mich und meine Freunde. Mein Name ist Lingard Svinjonsdottir. Ihr stellt euch vor. Waffen kauft ihr am besten bei Morka in Oberorgen. Sein Sortiment lässt keine Wünsche offen. Allerdings hat der Zwerg auch so seine eigenen Preise. Tja, nichts für ungut. Wir verlassen die Taverne. Das ist ja ein Ding. Der Magen revoltiert. Wieso das denn? Haben wir Hunger oder was? So, wir haben die Taverne abgeknabbert. Das weiß ich nicht. Ob es noch Sinn macht, warte mal, hier weiter zu gucken. Es ist auch nur das hier. Gibt es denn hier noch mehr? Sag mal, hier ist doch nichts. Hier ist doch sonst nichts, ne? Na, habe ich nicht drauf gedrückt? Doch. Da ist der Heilemann. Hatten wir ja auch schon. Wir sind in Feldstein, ja sicher. Mal wieso? Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist nur ein Tempel. Und hier ist ja auch keine andere Dings, ne? Keine andere. Warte mal, da ist noch was Schwarzes. Da könnten wir mal eben irgendwie reingucken. Was hier? Ne, ein weiter. Da. So, nee. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich muss wohl nochmal nachgucken, wie es aussieht. Dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen speichern und sagen wir bis zum nächsten Mal. Ich werde mal nachschauen, wo das ist. Und dann geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.